Kommt er, kommt er, kommt er. Ich warte auf jeden Fall, bis mein Leben regeneriert ist. Oh yeah, baby. Moin moin, Euromaniacs, hier ist es schon und ich begrüße euch heute zu einem ersten Video aus der geschlossenen Star Wars Battlefront 2 Beta. Ja, die geschlossene Beta ist heute gestartet, heute Morgen, und ich dachte mir, wir springen heute mal ein bisschen rein und gucken uns das Ganze mal an, wie es sich spielt, wie es aussieht, wie es sich anfühlt, weil es passt natürlich thematisch als Shooter ganz gut auf meinen Kanal. Also gebt nicht nur einen Daumen nach unten, weil es kein Overwatch ist. Ja, die Beta wird für alle ab Freitag spielbar sein, da ist sie open, also dann könnt ihr ganz normal über Origin das Ganze runterladen, über eure Konsolen auch natürlich. So, ich will einfach mal die Assault-Klasse zum Starten, dann gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Und was euch gleich auffallen wird, ist, wie geil das Spiel aussieht. Ja, Freunde, das sieht schon ein bisschen geil aus, ne? Das sieht schon so ein bisschen geil aus, was uns hier geboten wird. Nieder mit euch, nieder mit euch. Es sieht tierisch fantastisch aus, das Spiel. Also kann ich nicht anders sagen. Optisch ist es der absolute Wahnsinn. Es haut mich wirklich ein bisschen um. Also man kann hier fast dauerhaft stehen und einfach nur staunen. Man muss an der Stelle sagen, ich spiele das Spiel wirklich mit den höchsten Einstellungen. Das heißt, das ist hier komplett ultra. Ich habe trotzdem so um die 120 FPS, was ziemlich nice ist. Ich möchte eigentlich echt die ganze Zeit nur stehen und das Spiel bestaunen. Das ist absurd. So, worum geht's? Oh, abgesehen davon, dass wir hier Gegner haben. Da war noch einer, da war noch einer, da war gerade noch einer. Ich habe noch einen gesehen. Zack, weg mit dir und weg. Da war eine Granate. Oh, die Granate ist durch ein Schild. Oh, schön, 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 schön. So. Okay, also wie wir gerade schon gezeigt haben, wir haben unterschiedliche Klassen, die wir wählen können, die wir spielen können. Jede Klasse hat im Grunde genommen ein paar Fertigkeiten. Also ich habe jetzt gerade, ich zeige euch hier mal ganz kurz den Assault nochmal, beziehungsweise ich nehme mal den Heavy, da kann ich es ein bisschen besser zeigen, weil ich den bisher am meisten gespielt habe. Beim Heavy sieht es zum Beispiel so aus, und das ist halt eigentlich jede Klasse, dass man zum einen erstmal eine Granate hat, die kann man werfen. Hier, zack, Granate geht raus. Wir haben aber auch als Alternative, unsere E-Fertigkeit ist zum Beispiel, dass wir ein riesiges Maschinengewehr rausholen können. Ich hole das mal hier raus. Wäre es noch geil, wenn hier irgendwo Gegner wären. Oder ich kann zum Beispiel so ein Schild machen. Also jede Klasse hat ein paar Fertigkeiten, die man nutzen kann. Was unser Ziel ist, ist im Grunde genommen Aufgaben zu erfüllen. Das ist hier ein riesiges Schlachtfeld. Unsere Aufgabe ist jetzt zum Beispiel, diesen riesigen MTT auf einer Strecke zu begleiten. Unsere Gegner versuchen uns dabei aufzuhalten. Sind da vorne welche? Die sind hinter der Mauer, glaube ich. Ja, und wir versuchen die natürlich dabei daran zu hindern. Oh, ich glaube... da hat er schön sein Geschützturm aufgestellt, der kleine Scheiße. So, also wir versuchen sie daran aufzuhalten. Man unterschiedliche Klassen hat man. Was auch ganz cool ist, ist, dass man Battle Points verdient. Also für alles, was man macht, kriegt man Punkte. Je mehr Punkte, desto bessere Upgrades kann man sich kaufen. Dann kann man sich zum Beispiel... Oh, ein bisschen zu hoch geworfen, bisschen zu hoch geworfen. Ich zeige euch das jetzt mal. Jetzt seht ihr diese Battle Points da. Wenn wir jetzt gestorben sind, könnten wir zum Beispiel hier in den Luftkampf einsteigen. Wir könnten uns aber auch besondere Einheiten kaufen. Wir können uns aber auch Helden kaufen, wie Darth Maul oder Boba Fett. Ist eine relativ coole Sache, finde ich. Und das kommt halt zu den Grundklassen hinzu. Kriegen dann später auch noch diese Star-Cards, die man kennt. Die bieten uns quasi andere Fertigkeiten an, wenn uns die Grundfertigkeiten nicht gefallen. Grundkonzept ist relativ gut und gefällt mir persönlich auch relativ gut, da bin ich ganz ehrlich. Weiß ich, wechsle dann mal mit Assault. So, kann natürlich auch, wie ich gerade schon zeigte, wahlweise First Person oder Third Person, was einem lieber ist. Ich finde tatsächlich, First Person ist ein bisschen angenehmer. Oh, steht er da einfach drin. Okay, von hinten an den ran. Ist der nicht in dem Häuschen drin? Nicht ganz. So, oh, Hallöchen. Ah, schade.
ich jetzt schön im Rücken fallen können. Ah, verdammt, das habe ich erledigt. Übrigens, dieser Balze, gegen den ich jetzt hier spiele, wenn das einer von meinen Zuschauern sein sollte, so unwahrscheinlich das auch ist, der Kerl ist krass. Gegen den habe ich jetzt, glaube ich, also ich habe, das ist meine fünfte oder sechste Partie und ich habe gegen den Kerl jetzt schon so häufig angetreten und holy shit, der ist einfach sehr gut. So, als dieser Assault Trooper übrigens nochmal kurz, wo auf die Fertigkeiten zurückkommen. Also natürlich auch hier, ich habe eine Granate, die ich werfen kann. Können wir mal machen, weil da hinten sind, glaube ich, welche. Also Teammates. So, wir haben hier zum Beispiel eine Schrotflinte, die ich mit E aktivieren kann. Können wir mal gucken, ob wir vielleicht irgendwas im Nahkampf... Oh ja, da vorne. Den holen wir uns jetzt, den holen wir uns jetzt. Oh. Dummerweise hat es mich da zerrissen. Das war jetzt nicht ganz der Plan. Ich sollte natürlich gucken, dass ich möglichst viele Punkte jetzt einfach mal kriege, damit wir wahlweise, ich kann auch mal hier eine andere Klasse wählen, damit wir wahlweise gleich noch mal so einen der Helden sehen. Also vielleicht kann ich mir irgendwie 5000 Punkte zusammenklauben und dann können wir es vielleicht irgendwie schaffen, mal Raid zu beschwören oder sowas. Bleib mal hier ein bisschen im Schatten des MTTs. Teamkollege. Ein bisschen auf dem Radar achten. Wow. Manchmal. Oh, guck mal. Der Olle. Unfassbar sowas. Da steht der einfach in der Ecke. Ja, vielleicht ist Sniper nicht unbedingt meine Klasse. So, ich wechsle dann nochmal auf den Heavy. Heavy finde ich bisher am lustigsten. Habe ich auch wie hier am meisten gespielt. Man sieht es hier, ich bin Stufe 2 mit dem Heavy. Ich glaube, das bedeutet das. Vielleicht muss ich einfach in eine Außenkamera gehen, damit ich ein bisschen mehr sehe. Ich weiß es nicht. Aber ich habe immer so das Gefühl, First Person sehe ich ein bisschen mehr. Oh, wo sind die hin? Wo sind die hin? Die waren doch gerade noch da. Ah, dahinter sind sie. Zack. So. Okay, also sie schaffen es gerade nicht, unseren MTT aufzuhalten so richtig. Was für uns natürlich sehr, sehr gut ist. Bleib mal hier in seinem Teamkollegen, denn wie gesagt, als Team zusammenbleiben gibt tatsächlich ein paar extra Punkte. So, wo willst du hin? Er weiß es selbst nicht, glaube ich. So. Na, hier vorne dürften gleich welche sein. Ich vermute, die verschanzen sich immer noch hier. Yep. Sehr schön. Da habe ich ihn einfach weggenatzt. Und da ist hier vorne auch noch einer. Nee, okay. So, wir laufen ein bisschen mit dem MTT. Denn unser Ziel ist, wie gesagt, da vorne den Palast zu erreichen. Ah, wäre natürlich jetzt schön gewesen, den wegzuholen. Ich habe jetzt gerade 7. Oh, muss ich ein bisschen aufpassen, denn von irgendwo wurde ich... Oh, von vorne. Aber schön, dass ich habe 700 Battle Points verdient. Das ist eine ganze Menge. Jetzt habe ich 2500 Punkte gerade. Das ist, glaube ich, für die Luftkämpfe, genau. Oder Vulture Droid, ich bin mir nicht sicher. Es gibt, dass ich so einen kann ich mir mal holen. Könnte ich mir, weil wir lassen es mal. Wir sparen erstmal weiter für, vielleicht schaffe ich es noch, euch Rey oder, beziehungsweise Darth Maul zu zeigen. Ich habe gerade auf der anderen Seite gespielt, da konnte ich Rey sein. Ich weiß nicht, ob es punktemäßig passt, aber versuchen wir unser Glück. So. Oh, da jemand hinter uns. Hinter uns. Sie war nicht hier unten. Ich glaube, irgendjemand hat jetzt was aufgedeckt, das uns kurzfristig die Location von Feinden gezeigt hat. Mal gucken, dass wir irgendwie nochmal drankommen. Ich würde gerne, wie gesagt, einfach noch ein paar Battle Points machen. The more the merrier. Oh, hier ist einer. So. Oh, da oben snipert einer. Oh, das war natürlich doof, sich mit dem anzulegen. Aber man kann es ja mal versuchen, ne? Vielleicht gibt es auch Gummipunkte für den Versuch alleine.
Ich bleibe einfach mal auf dem Heavy, weil wie gesagt, der gefällt mir bisher am besten. Ihr könnt gerne mal schreiben, wenn ihr schon gezockt habt, vielleicht mal Gamescom oder irgendwas, welche Klasse euch bisher am besten gefällt. Tatsächlich, beide Seiten haben so ziemlich die gleichen Klassen, also es gibt auf beiden Seiten den Heavy. Oh, schön. Ups. So, schön. Also wir haben es geschafft, wir haben den MTT durchgefahren. Das heißt, es ist ja unser Ziel, den Thronsaal anzugreifen. Schauen. Oh, ich höre irgendwo ein Lichtschwert. Oh, es ist Darth Maul. Glücklicherweise ist ein Lichtschwert auf unserer Seite. Für mein Team hier auch mal ein Schild stellen, dass die vielleicht ein bisschen ballern können. Ja, sollte dabei vielleicht nicht unbedingt selbst sterben. Also es ist kein Reinhardt-Schild, was ihn unbesiegbar macht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir noch da hinkommen, punktemäßig. Wir könnten mal hier, komm, wir nehmen mal so einen Super-Droid. Nehmen wir einfach mal so einen Super-Battle-Droid und gehen einfach mal damit drauf. Jetzt gucken wir mal, was der so kann. Ich habe keine Ahnung, es ist das erste Mal, dass ich mit denen spiele. Ich glaube, der hat Selbstheilung, wenn ich das richtig sehe, mit F. Oh ja, er hat Selbstheilung, definitiv. Und eine Rakete und irgendwie einen Laserstrahl oder sowas. I like. So, wir laufen jetzt mal rein. So, dann sollten wir natürlich gucken, dass ich jetzt irgendwie am Leben bleibe. Das wäre noch ganz geil. Schön, Darth Maul springt hier fleißig rum. Oh. Oh, und möglicherweise hat mich hier selbst gesprengt. Ja, so viel dazu. GG, Sascha. Kann man machen, muss man aber nicht, ey. Wow, eine Rakete gegen die erste Wand hauen und sich damit selbst umbringen, das verdient irgendwie Slow Clap oder sowas, ey. So, ja, unser Ziel, ihr seht es auch mal oben angezeigt, gerade ist zum Beispiel die Verteidigung des Palastes zu runterzufahren. Wir versuchen es bis zum Thronsaal quasi durchzuarbeiten. Ich sehe dummerweise gerade keine Gegner. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht so super. Wobei. Also es ist ja wenig Leben gerade. Ich verschanze mich jetzt hier einfach mal. Hallo? Würde ich mal aufhören hier zu attackieren? Guck mal, die wissen gar nicht, dass ich hier stehe. Was für mich jetzt ganz gut ist. Und es hilft natürlich, dass Darth Maul hier steht und gerade so ein bisschen mit drauf haut. Okay, ich mache gerade echt heftig Battle Points. Oh, ich weiß nicht, was hier gerade passiert, aber... Oh Gott. Das war ein bisschen zu viel. Das war ein bisschen viel, aber echt gute Battle Points gemacht. 1900. Wow. Reicht es gleich nochmal, um sich so einen komischen Droid zu kaufen? Würde reichen. Ja, komm. Ja, komm, machen wir. Holen wir uns hier nochmal so einen komischen Droid. Ich hätte euch echt gerne einen Helden gezeigt in dem Video, aber es ist deutlich schwieriger, einen Helden zu kriegen, als noch im ersten Teil. Was ich eigentlich ganz gut finde. Das macht den Helden so ein bisschen rar. Ich soll nicht unbedingt meinen eigenen Mann anballern. So, und diesmal am besten mich nicht mit einer eigenen Rakete umbringen. Wäre auch ganz hilfreich. So, wir halten uns mal ein bisschen defensiv. Nice. Ich habe übrigens auch hier mit dem... Hallöchen. Das ist ein... Ray. Ray hat mich ein bisschen zerlegt. Ach, Ray, wir können keine Freunde mehr sein. Es tut mir leid. Ob Obi-Wan jetzt dein Vater ist oder nicht, wir können einfach keine Freunde mehr sein. I'm sorry. Wobei, ich glaube, in diesem Close Combat können wir mal hier den Assault wieder nehmen.
So, vielleicht müssen wir mit der Schrotflinte wegholen oder so. Einfach mal eine Granate da oben rein. Schade. Also ich muss zugeben, es macht schon eine Menge Spaß. Das muss ich wirklich sagen. Mein Problem mit dem Spiel ist gerade so ein bisschen, dass ich mir nicht 100% sicher bin, ob es mir langfristig Spaß machen würde. Es war schon so eine Sache mit Battlefront 1. Und vielleicht ging euch das auch so. Dass ich das Ding gespielt habe und mir so dachte, ja, ist ja nett irgendwo, aber ob ich das jetzt über eine Beta hinaus brauche, ja, schwierig. Oh, verdammt, ey. Es ist gerade echt, also, ich meine, wir sind Droids, wir sind dafür geschaffen zu sterben, aber es ist gerade echt ein bisschen krass. Es ist echt ein bisschen krass. Du bist drin und bist sofort wieder raus. Ich würde mir fast wünschen, dass die Einheiten vielleicht ein bisschen mehr aushalten, damit Kämpfe ein bisschen länger dauern. Ich meine, jetzt kann man natürlich argumentieren, hey, Sascha, es liegt total an dir, weil du einfach so offensiv spielst und einfach reinrennst, blind. Das mag natürlich komplett stimmen. Oh, mit einer Granate einen weggeholt. Oh, Dreierkill? Oh, nicht ganz. Jetzt gucken wir, ob der hier hinkommt. Kommt er, kommt er, kommt er. Ich warte auf jeden Fall, bis mein Leben regeneriert ist. Oh yeah, baby. Wow, das war jetzt echt ein guter Run gerade. Oh, das sind 1400 Battle Points. Wow. Das heißt, ich kann mir nochmal hier so einen komischen Robo-Johnny holen. Wir haben es aber tatsächlich nicht geschafft. Wir haben noch 13 Reinforcements gerade und wir haben es noch nicht geschafft, den Palast einzunehmen, also den Thronsaal einzunehmen. Das heißt, es sieht nicht besonders gut aus, dass wir hier wirklich diese Runde gewinnen können. Ich versuche mal mein Glück von der Seite. Kann ich da einfach schön eine Granate reinfeuern? Oh, verdammt. Ja, war ein bisschen offensiv, aber auf der gleichen Seite hat sich natürlich ausgezahlt, wenn man sieht, wie viele Punkte ich gerade bekommen habe. Das heißt, ich kann. Ja, ich könnte erneut mit dem Roboter reingehen, wenn die Runde nicht verloren wäre. Schade, am Ende kam ich jetzt so ein bisschen in die Partie rein, ein bisschen clever gespielt und dann sieht man vielleicht auch die strategische Komponente des Spiels, dass man wirklich nicht einfach blind reinlaufen sollte, wie ich es ein paar Mal getan habe. Ich muss zugeben, es gefällt mir. Es gefällt mir wirklich, ja, wie lustigerweise habe ich hier tatsächlich den Crandox, meinen Moderator im Match drin. What the fuck? Wow, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Das ist echt totaler Zufall, dass wir jetzt in einem Match drin sind. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Sehr, sehr lustiger Zufall. Ja, Freunde, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr mehr Battlefront sehen wollt, gebt mir doch mal einen Daumen nach oben. Mich würde es sehr freuen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten und wir sehen uns dann in Kürze wieder.